la jeva de capa de la mano, sí. Ya voy a... ¡Ve, la contate que se va! Auf jeden Fall wünsche ich dort und insgesamt einfach genau von Andrea der Ersten und natürlich auch den Künstler von Andrea der Ersten genau euch allen einfach herzlichen genau und viel Spaß im Karneval. Ich habe extra keinen Schlips mitgenommen für deine Sammlung. Weil, du weißt ja, BVB voll verstrahlt, der Inu erlebt, oder er wird wieder auferstehen. Du hast heute das Zepter in der Hand, oder? Ja, habe ich. Du regierst Dortmund. Auf jeden Fall. Heute der Tag der Frauen. Wo geht's hin jetzt? Jetzt fahren wir gleich zum Polizeipräsidium. Und anschließend? Ich habe so viele Auftritte heute, das wird so ein geiler Abend. Ich kann das gar nicht mal alles aufzählen, wo wir überall hinfahren. Für was schlägt dein Herz in dieser Stadt außer Karneval? Für meinen Mann. Schöne Aussage, vielen Dank. Viel Spaß heute noch. So, und ihr geht heute noch auf die große Reise hier. Weiberfastnacht, das Rathaus ist gestürmt. Jetzt gleich geht's wohin? Polizeipräsidium. Gleich geht's zum Polizeipräsidium und ja, mich darfst du heute eigentlich gar nicht so viel fragen. Ich habe gar nicht so viel zu sagen heute. Das ist heute der Tag der Weiber, das ist heute der Tag der Prinzessin. Und ich bin heute nur, siehst ja, ne? Der Prinz. Der Depp im Monat. Ne? Okay. Die Iglu-Aktion. Ja. Wir hatten uns ja schon getroffen nach dem Bayern-Spiel, nach dem kuriosen 3:1 in Dortmund Assun. Ja. Meinst du, es wird funktionieren, dass das Meister-Iglu tatsächlich hier am Friedensplatz stehen wird? Doch, davon gehe ich aus. Davon gehe ich ganz stark aus. Dortmund wird Meister. Und auch, dass das Iglu dann da stehen wird. Und ihr macht mit auch nach Karneval, oder? Nach Karneval machen wir zwar mit, aber dann sind wir nicht mehr im Ornat, weil bei uns ist erst am Mittwoch alles vorbei. Ich wollte damit sagen, ihr unterstützt natürlich die Aktion. Da sind wir natürlich voll mit dabei, das ist ganz klar. Dein Wort in unseren Ohren, danke. Ja, ja gut. Unser Motto dieses Jahr ist unser Herz liegt für den Karneval. Wir haben gesagt, wir müssen Karnevalisten auszeichnen, und wir wissen, dass das Herz genauso schlägt wie unseres. Dein Herz liegt für den Karneval, für den BVB, auch unser Herz liegt für den BVB. Ja, das Karnevalsherz für das Herzverkommen Dortmund habe ich gerade von der Prinzessin bekommen. Jetzt möchte ich natürlich noch mal den Oberbürgermeister ans Mikrofon bekommen, was er denn so von unseren Aktionen hält. Und Karneval ganz natürlich. Klar, die Kappe ist da, das Iglu ist da. Das Iglu wird auch zur Meisterfeier sicherlich hier am Friedensplatz auferstehen. Und was der OB uns jetzt noch zu erzählen hat, das sehen wir jetzt. Ja, das ist auch wunderschön. So viele schöne Frauen im Dortmunder Rathaus. Da freuen wir uns hier und das ist natürlich immer einer der Höhepunkte des Rathauses im Jahr. Und wir werden ja am Samstag nochmal die Schlüsselübergabe haben. Da ergeben wir uns dann endgültig. Aber auf jeden Fall kann man sehen, dass die Dortmunderinnen richtig zu feiern wissen. Und heute an Weiberfastnacht kann man das natürlich richtig loslassen. Ja, eigentlich bin ich davon ausgegangen, wir sehen sie im Iglu-Käppchen. Ja, das Iglu ist aber eine super Idee, da kann man nur herzlichen Glückwunsch zu sagen, jetzt bei diesem super Winter da noch ein bisschen was mitzunehmen in die Meistersaison rein. Und das Iglu ist ja im Augenblick gut verstaut im Kühlraum bei Rewe und wird mit Sicherheit nicht in Schwitzen kommen. Das werden die Gegner vom BVB auf dem Weg zu unserer Meisterschaft. Davon kann man ausgehen, das haben jetzt auch die großmäuligen Bayern miterleben müssen, dass sie mit Sprüchen nicht gewinnen können. Was zählt es auf dem Platz und nicht auf dem Konto? Und das hat der BVB eindrucksvoll bewiesen. Und insofern gehe ich davon aus, dass wir das Iglu auch hier im Rahmen der Meisterfeier nochmal präsentieren werden und dann auch nochmal ein bisschen uns zurückerinnern, wie das war. Denn das Iglu ist ja entstanden in der Zeit, als der BVB schon Herbstmeister war. Und dann kann das Iglu nochmal mitfeiern. Wir beide sind allerdings 100% der Meinung, dass hier die Meisterfeier gefeiert wird, oder?
Also die Feier, die wird so riesig sein, dass man die weder hier im Rathaus alleine noch auf dem Friedensplatz alleine machen kann, sondern da wird natürlich der Borsigplatz eine Rolle spielen. Das ist klar, wenn es ein Autokorso durch die Stadt gibt, dann wird das da auch vorbeigehen. Ich persönlich hätte nichts dagegen, wenn das beim Heimspiel gegen Freiburg beispielsweise vor Ostern schon klar wäre. Dann können wir in Borussia Mönchengladbach ganz entspannt Oster feiern bei dem Auswärtsspiel. Aber das ist gut. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Das ist so, das bleibt so, das ist richtig, das bleibt auch richtig. Und insofern können wir uns zwar jetzt vorfreuen, das ist eh die schönste Freude, aber wir müssen eben erstmal gucken, auch nicht so viel Druck auf die Mannschaft machen. Die Jungs, die spielen fantastischen Fußball, unbekümmert. Und diese Unbekümmertheit, die möchte ich ihnen auch nicht nehmen. Ich möchte mich weiter mit den anderen Fans da herzlich dran freuen. Und ich glaube, da sind wir auch alle gut beraten, von Situation zu denken. Jetzt freuen wir uns erstmal auf den Sieg gegen Köln morgen Abend. Ja, die haben ja auch ein bisschen Karneval da drüben im Rheinland. Deshalb haben die auch gesagt, zu einer Niederlage gehen wir nach Westfalen. Ne? Was macht ihr? Feiern. Ihr habt das Rad ausgeschirmt und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's zur Polizeiwache. Natürlich. Und dann wird auch nochmal richtig. Richtig Ramazamba. Genau. Schwarz-Gelb, Biene Maja? Ja. Und was noch? Ja, BVB natürlich, ganz klar. Ja, kann man eigentlich nicht verkennen. Nein. Für was schlägt dein Herz in dieser Stadt? Ja, BVB. Nur für den BVB? Ja, auf jeden Fall. Hast du gar keinen Mann? Ja, sicher habe ich einen Mann. Komm und hello! Heute hello! Der ist arbeiten. Aber heute ist auch Weiberfastnacht. Was hat ein Mann hier zu suchen? Gar nichts. Überhaupt nichts. Für was schlägt dein Herz in dieser Stadt während der schönen Karnevalszeit? Natürlich für den Prinzen. Für den Prinzen. Wie himmlisch. Ich kann noch nichts zu sagen. Komm und hello, super, feiert schon. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke. Für was schlägt dein Herz in dieser Stadt? Auch für den Karneval. Wir Dortmunder Jecken, Schwarz-Gold und Borussia. Vielen Dank. Wofür schlägt denn dein Herz in dieser Stadt? Eindeutig für Dortmund. Wofür Dortmund? Ja. Für Dortmund, für den BVB. Er wird ja dieses Jahr hoffentlich Meister. Bist du sicher? Ja. 12 Punkte oder wie weit der Vorstand mittlerweile ist, den kann man nicht mehr verspielen. Oder hast du es nur abgelesen? Nein. Am Freitag im Stadion gegen Köln. Von wo kommst du? Aus Dortmund-Asseln. Was für eine Rolle spielst du denn jetzt hier? Ich bin die Page Lore. Okay. Ich bin für die Prinzessin zuständig. Ich werde sie hofieren, wie auch immer, und anziehen, stylen, wie auch immer. Und für was schlägt dein Herz in Dortmund außer für den Karneval? Für den BVB. Wo geht's hin? Keine Ahnung, erste Mal, wo? Polizeipräsidium! Ja. Polizeipräsidium! Polizeipräsidium! Reißt ihr das jetzt ab, oder was? Ja, natürlich, das rocken wir ab! Ah, ihr natürlich. Rockt das ab, ja, natürlich! Sicher, wir beide! Wünsche ich euch viel Spaß beim. Danke! Gerade noch vom Mikrofon, jetzt vom nächsten. Was machst du denn heute hier? Ich feier Weiberfastnacht. Feierst Weiberfastnacht und hältst die Mädels dann richtig gut in Stimmung, oder? Ich versuche es. Ich gebe mein Bestes. Aber die Mädels in Stimmung braucht man nicht halten. Die sind ja alle in Stimmung. Bist du so professionelle Sängerin? Nein, oder? Nein, gar nicht. Nein. Was ist das? Just for fun? Just for fun, jawohl. Ich bin seit 30 Jahren im Karneval und es macht mir einfach Spaß. Sehr schön. Ist ja auch sehr gelungen. Wohin geht's? PP. PP? Polizeipräsidium. Jetzt machen wir die Männer wuschig. Jetzt machen wir die Männer wuschig. Viel Spaß. Danke. Wir haben heute noch einiges zu tun. Ich muss euch leider aus den Augen lassen, aber ich denke mal, wir werden uns im Laufe der Tage nochmal sehen. Ich wünsche euch viel Spaß im Polizeipräsidium. Du hast ja sowieso nichts zu sagen. Was spreche ich eigentlich mal mit dem Prinz? Ist ja Weiberfastnacht. Viel Spaß genau. Im Polizeipräsidium. Vielen Dank. Den werden wir haben. Und ich danke auch nochmal für den gerne. Super ich weiß, schönen Ort. Da ist er gut aufgehoben. Ja, ganz garantiert sogar. Ja. Da ziehen sie von dannen das Dortmunder Prinzenpaar Andreas der Erste und Manuela die Erste. Auf geht's zum Polizeipräsidium. Das war's für heute vom Herzvollkommen Spezial aus dem Dortmunder Rathaus. In Vertretung für Thomas Steffen, Charlie Rabe.